Hallo und herzlich willkommen zu einem nächsten FIFA-Spiel. Diesmal ist keine Prognose, Ja, sondern hallo auch von mir. Barcelona gegen Real Madrid, El Clasico in Spanien. Hast du lauteste Lautstärke? Ja, yep, habe ich immer an. Guter Junge. Okay, ich habe ein Auswärtsspiel eingestellt. Ich habe keine Ahnung bei Real. Özil war Spielmacher, Bale spielt, glaube ich, jetzt Flügel. Habe ich jetzt mal Kaká reingebracht. Echt überspring das mal. Ich mal Higuain als richtigen Stürmer und Benzema draußen gelassen. Ronaldo als Stürmer und Bale und wie heißt der? Di Maria über die Außen, glaube ich. Glaube ich, Kaká über die Außen, bin mir nicht sicher. Jedenfalls Kaká reingemacht. Ich habe ja schon Spielerwechsel gemacht mit Bale. Du hast aufgenommen, ja? Mhm. Halt die Kamera ruhig. Ja, ich bin der Kameramann, er spielt. Und nach der Blamage vom letzten Mal so endlich der erste FIFA-Sieg. Ja. Oh. Wartet mal, ich mach mal kurz eine kleine Pause. So, wir sind so, wieder es geht zurück. Weiter. Ich habe mal nach, also die Worte des Debakel vom letzten Mal haben mich sofort an meine vielen Fehlpässe erinnert. Vom letzten Mal habt ihr sicherlich gesehen. Und da ist mir gleich eingefallen, und dass ich Passhilfe anmache und langer Passhilfe. Und Schusshilfe, aber Flankenhilfe, Paradenhilfe habe ich manuell gemacht, also nicht eingeschaltet. Ja, und ich wollte noch was über meinen Kanal sagen. Also auf meinem Kanal gibt es jetzt auch Playlisten. Also erstes Mal von FIFA 13 und GTA und so. Und auch Infovideos gibt's. Also halt mal die Kamera ein bisschen gerade, man sieht die Schrift gar nicht. Ja, ja. Habe ich gerade so mitgekriegt. Ich spiele immer noch auf Amateur. Wenn ja. Ich immer noch nicht so recht zurechtkomme, Ronaldo. Versuch's mal. Gut, Kidira, Kidira. Ich bin nochmal raus und jetzt flankst du. Und das ist. Und es war abseits. Okay. Abstoß gibt's. Ja, da hab ich mal ein Anliegen. Ich weiß nämlich nicht, was ich mir dieses Weihnachten wünschen soll. Schreibt mal in die Kommentare gute Vorschläge. Ich glaube, du weißt es auch nicht, oder? Außer jetzt. Ja, außer GTA 5 mit PlayStation 3. Ich ein bisschen verantwortungslos von den Eltern finde. Dass die ihrem Kind einfach hier GTA 5 vor der Nase halten. Also, ehrlich. Manche Eltern. Ja, schreibt das mal drunter. Was ihr davon haltet, so. Ja, dass hier einer einfach mal hier GTA 5 spielt, hier, der gerade erst mal 12 ist. Naja, aus unserer Klasse haben es ja auch welche. Und dieser, ihr kennt ja von YouTube, Lukas Jacobi, also dieser Minecrafter halt, der hat auch GTA 5. Wollte ich nur mal so erwähnen. Bestimmt auch noch 1 Million andere. Ja, ja, na klar. In Deutschland allein. Ja. Und jetzt Cristiano Ronaldo. Ronaldo. Oh. Schade. Würde ich auch sagen. Machst du denn jetzt? Oh, warte, ich muss noch kurz was einstellen. Ist scharf? Ja, warte. Warte. Jetzt ist wieder scharf. Okay. Also, Kaká. Sich den Ball vor. Ich denke da immer an Kakao. Kakao, der ist nochmal ein Extraspieler. Ja, den kennt ihr ja auch. Also denke ich mal. Ja, ehemaliger Nationalspieler. Jetzt spielt er keine Rolle mehr. Hm. War mal aus der Stürmer nur draus. Oh, wirklich, damals hat er richtig gut gespielt. Aber jetzt ist er nicht mal Stammspieler bei Stuttgart. Und ich krieg den Ball. Kakao, los, zieh. Ich weiß nicht, ob ich mir dann für die PlayStation 3 vielleicht auch FIFA 14 vielleicht noch. Natürlich wünschte dir das. Ronaldo. Du hast doch auch mal gesagt, dass da nicht so einen richtig großen Unterschied gibt, außer dass die Spieler jetzt in den Vereinen sind. Und dann hast du letztes Mal gesagt, das war für die PlayStation 2. Ach so. Bei FIFA 14 gibt es immer neue, also wird immer etwas verändert. Ja, und muss ich mal sehen. Abseits, abseits, ja. Okay, das war abseits, ja. Mindestens ein Schritt. Hm. Gut, Barcelona macht bisher noch nicht wirklich viel. Soll ich jetzt mal draufhalten? Komm, das schaffst du.
Ach, Mist. Naja, ich dachte, der ist aus dem Tor, das war er ja auch, aber ich habe nicht genug Kraft eingesetzt in den Schuss. So, wir filmen jetzt schon. Ja, Zweikampfkreis, also in der Defensive. Keine Ahnung, na, ich spiele nicht so auf FIFA. Also generell spiele ich jetzt. Oh, nein. Nein. Also generell spiele ich jetzt nicht sehr oft PS Vita mehr, merke ich gerade. Ich habe vielleicht Bale, schon seit zwei Wochen oder so nicht FIFA, PS Vita gespielt. Ich zocke fast nur jetzt mit dem Handy plötzlich. Keine Ahnung, was los ist. Handy sucht die. Naja. Ja, ich finde, schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon handelt. Wie seht ihr, der Typ hier, den ihr abonniert habt, ist so verrückt, also. Boah. Ja. Yeah. Kaka, gut, dass ich ihn gebracht habe. Schön angeschnitten. Ja. Abgezockt. Also schreibt mal in die Kommentare, was ihr davon haltet. Also Games auf dem Handy. Also ich mag ja Spielen auf dem Handy, eigentlich finde ich es okay. Sag mal so, 5% der Spiele im Play Store ist wirklich gut. Ja, aber na, Gaming auf Konsolen sind trotzdem um einiges besser. 10% also. Ist gut, sage ich jetzt mal, kann auch schon viel zu viel sein. Und nur 5% davon ist völlig ohne Manko, wo man da wirklich ohne Geld weiterspielen kann, wo kein Virus drauf ist oder so. Gibt es ja solche unseriösen Firmen hier. Ja, also Ich habe auf mein Handy, mit dem ich das auch filme, eigentlich gute Spiele, finde ich. Sind auch ein paar, also vielleicht 3 oder 4 davon waren kostenpflichtig. Aber die lohnt sich dann auch eigentlich, die kostenpflichtigen. Aber Beispiel, er hat Asphalt 8 mal kostenpflichtig erworben. Mittlerweile ist es kostenlos. Asphalt ja. 7 kostet noch was. Ja, dann noch Modern Combat 4 und Gangster Rio. Ja. CR7 mit dem Tor. Und noch Minecraft Pocket Edition. Habe ich vergessen. Wunderschön. Wenn wir dann vielleicht noch ein Video machen, muss ich mal auf Halbprofi stellen. Weil das ist ein bisschen zu leicht jetzt. Du siehst schon, ich habe schon dazugelernt. Aber nächste Video machen wir dann erst nächste Woche. Würde ich sagen. Muss mal überlegen. Mal sehen. Weil nicht 2 Videos an einem Tag, okay? Hast du aber auch selbst schon mal gemacht mit 4 Videos und so. War das nicht an meinem ersten Tag? Nein. Ach so, echt? Du hast schon mal zwei, du machst manchmal, wenn du eigentlich ein Video machst, machst du immer 3 Videos. Ah ja, und manchmal mache ich das auch manchmal so, ich filme 3 Videos oder so an einem Tag, wenn ich mal viel Zeit habe, und dann lade ich die halt an den anderen Tagen hoch. Also ich versuche ungefähr jeden zweiten Tag ein Video reinzubringen. Dann dreh dich mal aus Film und dass du einen ganzen Bildschirm drauf hast. Ja, also ich versuche jeden zweiten Tag was reinzustellen. Mal gucken. Also diesmal klappt's. Mein letztes Video war ja Sonntag. Heute ist Dienstag, da. Man muss auch bedenken, wir wollten eigentlich mal 2 FIFA-Videos an einem Tag machen. Vielleicht machen wir das heute auch noch. Mach sehen. Weil wir haben seit fast 2 Monaten kein FIFA-Video mehr gemacht. Ja. Mal gucken. Vielleicht können wir es machen. Okay. Ey, die Halbzeit ist ja schon rum. Du musst mal. Ja, du kriegst. Hab ja ich gehört, ich hab gar nichts mitbekommen. Und die Maria versucht es hier. Boah, ich sitze ja voll verkrüppelt. Okay. Also sagt, schöner Trick von Sanchez, legt ihn am Gegenspieler vorbei. Ich komme mir immer noch nicht mit der Steuerung klar. Also meine Lieblingsmannschaft ist Bayern. München. München, ja, also FC Bayern. Meine München. Lieblingsmannschaft ist Werder Bremen. Ich mag Bayern überhaupt nicht. Hasse Bayern. Ja. Und mag auch Dortmund. Ja, Dortmund hasse ich ja eigentlich. Was sind die Rivalen? Und, ja. Sie spielen mich hier schon in einem Rausch, kann man sagen. Tor. Ja, yeah. Also, jetzt bist du plötzlich gut hier irgendwie. Naja. Also. Oh, in der Defensive habe ich sowas von Schwierigkeiten, also. Ich denke nicht, dass in diesem Jahr so ein Derby ausgeht, also dass Real Madrid gewinnt. Und vor allem noch so deutlich. Unser erstes FIFA-Video, da haben wir doch, da hast du verloren, oder? War das das? Ja, gegen Schalke habe ich verloren, Leverkusen unentschieden und Irland auch unentschieden. Ja, und jetzt denke ich mal, du gewinnst. Die machen es mir auch ja wirklich leicht. Ja. Trick? Ah, haut nicht hin. Soll ich wechseln? Kann ich mal. Wie viele Minuten? Ah ja, 73, okay. Ja, nochmal zusammenfassen, 40. Was ihr in die Kommentare schreiben könnt. Weihnachtswünsche, was ihr euch wünscht.
Ja, Entschuldigung. Ich musste gerade auch ein bisschen lachen. Und was könnt ihr noch schreiben? Ach ja, dann möchte ich noch über ein Thema reden. Ich habe ja PlayStation 2, FIFA 11 und FIFA 13. Und seit FIFA 11 hat sich da absolut nichts geändert. Es ist so eine Frechheit. Oh, Entschuldigung, das war aus Versehen, bin ich auf das Touchpad gekommen. Was EA da anbietet. Nur noch Abklatsch für die PS2. Da war in FIFA 14 war nicht mal Bale bei Real und Özi bei Arsenal. Das ist eine Frechheit. Ja, also, was sagst du eigentlich zur FIFA 14? Was sagst du eigentlich zur... seit Jahren dasselbe Spiel mit immer eine neue Zahl von da drauf und neuen Spielern. Wirklich nichts ändert sich da mehr bei der PlayStation 2. Ich glaube, das ist schon seit 2007 so, weil ich habe da was gelesen, aber es war englische Sprache. Ich glaube, ich habe das so gedeutet. Ja, und was hältst du eigentlich von der PlayStation 4? Also die PlayStation 4, die Xbox One. Ja. Also Next-Gen-Konsolen. Das FIFA soll ein bisschen besser sein. Ja, habe ich ja im Video schon gesehen, die Fans waren halt besser animiert. Bisher sind mehr Titel für die Xbox One bekannt. Aber ihr wisst ja, dass die Xbox One das erst alle gesagt haben, dass es da, dass man da online angemeldet sein muss. Das denke ich, dass jetzt da das schon viele abgeschreckt hat. Also diese eigentlich die Xbox kaufen wollten. Ja, also ich. Da werden viele zur PS4 übergehen und auch viele Zeitschriften haben ja gesagt, dass die PS4 ein bisschen besser ist als die Xbox One. Ja, also ich. Aber beide werden. Ich wünsche mir eine PlayStation 3 und PS4, naja, da gibt's halt nicht viele, noch nicht so viele Spiele dafür. Und ich sehe da auch nicht so einen richtigen Unterschied. Real Madrid gewinnt 3-0 gegen Barcelona. Ja. Yeah. Verdient, meiner Meinung nach. Ja. Obwohl, ich weiß nicht, irgendwie bin ich schlecht hier in dem Spiel. Irgendwie ist das für die PS Vita, habe ich immer den Eindruck, das ist irgendwie nicht so gut gemacht. Weil ich komme hier nie so richtig klar mit der Passhilfe und so, alles Mögliche. Und mit dem Zweikampf tue ich mir irgendwie schwer. Wo die immer hinrennen. Plötzlich sind da alle vorbei und ich kann nur mit einem noch ran und der macht den Zweikampf nicht ordentlich. Also die Zweikämpfe und hier, also wo die Spieler plötzlich sind, hier, das finde ich nicht so gut. Also das Defensivverhalten hier an deiner PS Vita bei FIFA 13 ja. Finde ich nicht so berauschend, aber bei FIFA 14 für deine Konsole hier, für die PS Vita, hat sich auch nichts geändert, ja? Nee, glaube nicht. Hoffentlich. Ja. Oder bei Amazon nämlich auch schlecht. Ja, also ja, ich denke mal, das war's. Ja, und ja. Ich sag tschüss, bis zum nächsten Mal mit einem Sieg. Ja, auch von mir tschüss. Tschüss.